Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Die Halbfinal-Rückspiele der Champions League steht an. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Ja, ich muss mich vielleicht entschuldigen, dass das Video so kurz kommt und so spät, also kurz ist und spät kommt. Ich habe einfach vergessen, dass die Rückspiele sind. Ich konzentriere mich aktuell mehr auf die Bundesliga, weil die mich 100-mal mehr interessiert als diese Halbfinals. Und deswegen habe ich sie einfach vergessen. In den Kommentaren wurde ich dann darauf hingewiesen. Ja, hier ist es, kurz und kompakt. Tut mir leid, vielleicht auch ein bisschen unstrukturiert alles. Aber hier ist es. Viel Spaß und danke euch trotzdem fürs Reinschalten. Man City hat die deutlich bessere Ausgangslage. 2:1 hieß es am Ende nach 90 Minuten, in denen PSG erst überzeugte und dann versagte. Aber das sollte hier im Rückspiel in Manchester besser werden und es wurde viel besser. Kontersituation zu Ende gebracht von Neymar. Der war sehr unzufrieden zum Ende hin des Hinspiels und hätte sich da fast noch einen Platzverweis abgeholt. Sehr ruppig in die Zweikämpfe gegangen. Wenn er Fußball spielt, sieht das eigentlich besser aus. 1:0 nach 45 Minuten, das Tor in der 13. Minute bestimmte dieses Spiel, weil PSG ruhiger wurde. Es fehlte jetzt nur noch ein Tor zum Finaleinzug. Freistoß aus dem Mittelfeld, Paredes mit dem Kopf verlängert und ärgert sich dann, ob der vorbeiging oder vielleicht, weil es auch eine Ecke hätte sein können. Bisschen undurchsichtige Situation, war aber wohl die richtige Entscheidung. Wer blickt da durch? Aber allgemein, der Durchblick gehörte eher den Parisern. Manchester City fand nicht rein. Es gab diesen Schlüsselmoment im Hinspiel, als man dann 2:1 am Ende irgendwie gewinnen konnte. Aber hier war PSG weiterhin oben auf 2:0. Kylian Mbappé dreht sich da um seinen Gegenspieler rum, als wäre es nichts. Und Man City brauchte zumindest einen Treffer, um ins Finale noch kommen zu können, also erstmal in die Verlängerung zu kommen, um dann noch mehr auszuspielen. Rodri hat den Ball am Fuß, legt nochmal raus zu Bernardo Silva, wird nicht angegriffen. Bernardo Silva! Und da fehlt ganz wenig. Und Pep ahnte es, viel mehr Chancen würde es nicht mehr geben bis zum Ende hin. Und das hier war die Größe, es fehlten Zentimeter für die Verlängerung, aber PSG brachte das 2:0 über die Ziellinie. Etwas überraschend, aber nicht unverdient, zieht Paris zum zweiten Mal in Folge ins Champions-League-Finale ein. Im Hinspiel trennten sich Chelsea und Real Madrid mit 1:1. Ein gleiches Ergebnis würde die Verlängerung bringen. Chelsea in den blauen Trikots hatte die bessere Anfangsphase im Hinspiel. Dann aber wurde Real Madrid deutlich stärker. Und hier waren sie ebenfalls stärker. Die Madrilenen, 24. Minute, Eden Hazard. Ausgerechnet Eden Hazard gegen seinen Ex-Club macht das sehr überragend. Lässt Thiago Silva ganz alt aussehen und umkurvt den, schließt dann erfolgreich ab. 1:0 also für die Gäste. Der FC Chelsea musste etwas machen. Ein Treffer fehlte schon mal. Es wollte aber nicht so richtig die spielerische Zielstrebigkeit nach vorne entstehen. Es passte in den entscheidenden Momenten nicht. Hier Pulisic ganz knapp im Abseits. Es hätte gefährlich werden können, aber eben nur in Konjunktiv. 0:1 nach 45 Minuten. Hazard erzielte bis dato das wichtige Tor, würde Real Madrid ins Finale bringen. Und im zweiten Durchgang Real noch besser. Mendy mit dem Superpass zu Hazard. 0:2, 54. Spielminute. Real Madrid schlug auch eiskalt zu und hatte damit schon Minimum eine Hand im Finale. Denn jetzt brauchte Chelsea drei Tore. Das durfte den Madrilenen nur gut gefallen. Denn Chelsea wurde auch nachlässiger, die Hoffnung schwand und Luka Modric machte mit dem 3:0 endgültig alles klar. Mit bestechender Effizienz kann sich Real Madrid in London bei Chelsea mit 3:0 durchsetzen. Am Ende ein Treffer zu hoch, aber Finale ist Finale.
Jo, kurz und kompakt, wie gesagt, sorry nochmal, aber ja, so ist das leider manchmal. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Nächstes Mal wird es ausführlicher. Bis dahin und adios.